Redewendung, Metaphern und Redensarten. Selten sind sie wörtlich gemeint und nicht immer erklären sie sich von selbst. Und trotzdem ist ihr Sinn allgemein bekannt. Und ihr Zweck auch. Sie machen unsere Sprache bunt. Doof ist es nur, wenn man Redewendungen falsch wiedergibt. Und noch schlimmer, wenn man sie falsch verstanden hat. Ein Klassiker, der oft falsch benutzt wird, ist die Redensart gegen Windmühlen kämpfen. Wem das jetzt Spanisch vorkommt, dem kann ich auf die Sprünge helfen. Gemeint ist damit, einen aussichtslosen Kampf zu führen gegen etwas, das man ohnehin nicht ändern kann, wie grenzenlose Bürokratie oder der internationale, meist kriegerische Kampf gegen den Terrorismus, durch den schon die nächste Terroristengeneration herangezüchtet wird. Im ursprünglichen Sinn von gegen Windmühlen kämpfen ist das aber falsch, auch wenn natürlich heute viele Sprichwörter nicht mehr in ihrem ursprünglichen Sinn verwendet werden. Doch es kann ja nicht schaden, trotzdem über seine Herkunft Bescheid zu wissen. Bei gegen Windmühlen kämpfen geht es tatsächlich um einen aussichtslosen Kampf, aber in einem ganz anderen Sinn. Die falsche Vorstellung kommt vermutlich daher, dass Windmühlen groß und mächtig sind und der Wind eine Kraft ist, die man nicht kontrollieren kann. Kaum ist der eine Windmühlenflügel an die vorbeigezogen, kommt auch schon der nächste. Ein ewiger Kreislauf der immer gleichen Bedrohung. Die wirkliche Bedeutung stammt aus dem spanischen Roman Don Quixote von Miguel de Cervantes. Don Quixote ist ein selbsternannter Ritter im 17. Jahrhundert, der mit seinem alten Gaul Rosinante und dem treuen Diener Sancho Panza durch La Mancha reitet. Er lebt in einer Traumwelt, die er sich aus damals sehr trendigen Ritterromanen zusammenfabuliert hat und sieht in einfachen Gebäuden Burgen und in Schafherden ganze Feindesscharen. Sein Diener konfrontiert ihn zwar stets mit der Realität, doch Don Quixote lässt sich nicht beirren und gerät eins ums andere Mal in missliche Situationen, an deren Ende er stets von irgendjemand verprügelt wird. Da hilft es auch nicht, dass sich Don Quixote auch noch auf eine Mission wähnt, das Land von feindlichen Riesen zu befreien, die aber in Wahrheit keine Riesen sind, sondern Windmühlen. Don Quixote kämpft also gegen einen eingebildeten Feind. Und genau das, gegen einen Feind kämpfen, den es gar nicht gibt, bedeutet die Redewendung gegen Windmühlen kämpfen. Wenn also jemand behauptet, der Kampf gegen Terroristen wäre, als ob man gegen Windmühlen kämpft, sagt er damit eigentlich, dass der Kampf aussichtslos sei, weil die Terroristen gar nicht wirklich existieren. Der Kampf, den wir führen, führen wir nicht gegen einen übermächtigen Feind, sondern gegen unsere Fantasie. Ob nun auch die deutsche Bürokratie nur ein eingebildeter Feind ist oder auch nicht, überlasse ich deiner Interpretation. Was sind deine Lieblingssprichwörter? Kennst du eines, das immer wieder falsch verwendet wird? Schreib's unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich außerdem, wenn du es teilst, damit auch andere von Don Quixotes Abenteuern mit den Windmühlen erfahren. Jetzt kannst du dir hier noch ein flauschiges Video über Weihnachten ansehen oder mein letztes Video mit Sex on Legs, Megan Fox, und hören, was sie zu sagen hat. Außerdem gibt's jetzt den Hasen als flauschiges Kuschelkissen im Mudra Shop. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war's und bis zum nächsten Mal.